Und den haben wir auch. Noch ein Herz können wir mitnehmen. Und heilen. So, wieder. Und im oberen Teil. Ja, den Brunnen auf jeden Fall. Ich weiß zwar nicht, ob der jetzt heilt oder was der macht. Auf jeden Fall brauchen wir einen Rüpel. Der kann uns shitty goal sein. Na los. Was ist das denn für ein Zauber? Oh, das ist jetzt gerade gar nicht gut. Warum sind wir so schwer belastet? Was hat uns schwerer gemacht? Wir speichern. Oh, das ist eine sehr gute Szene hier gerade. So. Was hat uns gerade so schwer gemacht? Haben wir irgendwas? Das kann weg. Haben wir irgendwas, was Leben herstellt? Ausdauer. Gift widerstehen unter Wasser. Mit in hier. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. So. Haben wir bestimmten. Können wir nicht eben einen Trank herstellen? Geht das vielleicht? Also der ist schon etwas stärker. So. Wir holen uns jetzt das Kügelchen. So. Und dann werden wir nicht sterben. Haben es geschafft. Naja. Kaum hatte ich den Segelstein berührt, fand ich mich außerhalb Oblivions in Tamriel wieder. Das Tor wurde zerstört, ich sollte Amninus Gregori so schnell wie möglich von meinen Taten berichten. Ich habe das Tor außerhalb von Shadinal geschlossen, ich sollte mit dem Grafen über diese fortige Entsendung von Unterstützung nach Brumar sprechen, da Shadinal jetzt nicht mehr direkt bedroht wird. Und geblendet. Und es leckt. Und da sind Wachen. So viele. Torwache. Ah, da ist er ja. Ihr habt es vollbracht. Was ist mit Favil? Er ist erschlagen worden. Dann ist dies ein trauriger Tag für Jardinal. Die Ritter waren rechte Maulhelden, aber den Tod hatten sie nicht verdient. Ich bleibe hier und durchkämme noch einmal das Gebiet. Geht direkt zum Grafen, er wartet auf euren Bericht. Genau. Graf. Das tun wir auch. Leicht zum Schloss. So. Das ist, ich mag die Waffe. Die sieht auch nicht schlecht aus, so auf dem Rücken.
So mal in der Third-Person-Sicht zu spielen, ist auch nicht schlecht. Das kann man auch mal machen. Aber jetzt ist der... der... Graf nicht hier. Dann warten wir halt. Ah ja, ist ja auch 2 Uhr morgens. So. Da ist der Graf. Ich freue mich, den Retter von Chardinhal endlich kennenzulernen. Und obwohl Farvils Tod mich betrübt, weiß ich, dass ihr alles getan habt, was in eurer Macht stand. Ich weiß, er war zuweilen schwierig und sprach manchmal unbedacht, doch er war mein Sohn und ich habe ihn geliebt. Ich bin mir sicher, dass es nicht ganz einfach war, mit ihm zu reisen, und ich weiß eure Geduld zu schätzen. Wo andere ihn dem Tode überlassen hätten, kämpftet ihr sicher an seiner Seite. Euer Handeln war edel und soll mit Goldstücken belohnt werden. Euer Verlust grämt mich, mein Lord. Ja, ich benutze hier Wörter, die ich nicht kenne. Ich danke euch für euer Mitgefühl. Ihr seid wahrlich von edler Gesinnung. Konntet ihr etwas von ihm in Erfahrung bringen, bevor Oblivion ihn nahm? In der Tat, mein Lord. Bitte nehmt diesen Ring. Hab Dank. Ihr habt all die Lobpreisungen verdient, mit denen man euch überhäuft. Ich grüße euch. Ich behalte diesen Ring als Andenken an... Ach nein, ihr sollt ihn haben. Ihr wart der Letzte, der ihn begleitet hat, und ich denke, ihr solltet den Ring zur Erinnerung an eure Taten tragen. Ihr dürft ihn nicht ablehnen, ich will, dass ihr ihn behaltet. Ich danke euch im Namen der Bürger von Chardinhal. Möge Arkay euch auf eurem Weg führen. Da stand 200 Goldstücke und wir kriegen noch 150. Das ist aber auch ein blöder Graf. Lebt ja. Wohl. Tut auch mir leid, ich würde gerne noch Wegen Hilfe für Brumar. Ich werde die Dienste nicht vergessen, die ihr Chardinhal geleistet habt. Wie ihr das Oblivion-Tor vor der Stadt geschlossen habt, das war ein richtiges Bravourstück. Ich gebe euch nicht die Schuld am Tod meines Sohnes. Er selbst ist dafür verantwortlich, so schwer es auch für einen Vater ist, das zuzugeben. Nachdem die unmittelbare Bedrohung nun von Chardinhal abgewendet ist, werde ich eure Bitte gerne erfüllen und Verstärkung nach Brumar entsenden. Sehr gut. Lebt wohl. Danke. So, jetzt habe ich noch vor, einen Heilungszauber auf jeden Fall zu kaufen. Das wird ja wohl nicht allzu schwierig sein. Und wir gucken dann einfach mal gleich in der Kapelle nach hier in Chardinhal, wenn wir schon mal hier sind. Und ich schätze mal, in einer Kapelle ist der beste Ort für Heilungszauber. So, über die Brücke. Ja, die Wassertropfen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. So, Friedhof, Steine springen, über die Steine springen, eher gesagt. Und in die Kapelle von Arkay. Morgen. Guten Wir Morgen. Alle in Chardinhal schlafen nun wieder besser. Ich danke euch, Freund. Was kann ich für euch tun?